Hi und willkommen zur heutigen Gameplay-Folge von Destiny 2. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. Wir sind in der träumenden Stadt, hier direkt schon bei Petra Wayne und nehmen den wöchentlichen Beutezug Aszendenten-Herausforderung an, denn wir befinden uns in der Herausforderung der Woche 3 müsste es sein und die fehlt mir noch. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob ich auch direkt den Weg finde. Ja, ihr seht, ich bin als Jäger unterwegs, mit dem Leere-Fokus ausgestattet. Ich glaube, wir müssen hier nach links. Habe ich denn überhaupt noch eine Königinlaub-Tinktur? Viel wichtiger. Ja, können wir direkt benutzen. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir den Weg finden. Immer wieder ein sehr schöner Augenschmaus, zurück auf diesem Planeten zu sein. Einfach Hammer. Da seht ihr schon die Plattform, welche erscheint. So, hier rüber. Ich glaube, hier geht's weiter. Oh, das war knapp. Da oben haben wir doch das Portal schon. Da versteckt sich's. Da müssen wir hin. Und da wären wir in der Splitterruinen. Ich nehme mal an, wir müssen ganz nach oben. Wir nehmen den offensichtlichsten Weg hier. Aber wir haben hier Fäule, welche einem runterstößt. Ja, okay. Schlechter Sprung, aber wir haben überlebt. Mal den Gegner da oben wegmachen, der nervt. Okay, die tauchen auch direkt wieder auf. Von dem her müssen wir uns ein kleines bisschen sputen. Ah, nicht drüber springen, danke. Wir nehmen den Weg. Hier außen rum. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, wir müssen nach oben. Ich weiß nicht, welches der beste Weg ist.
Der Stein dreht sich auf jeden Fall. Mal nach hier rüber. Schattenleibeigene. Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Was taucht hier auf? Das sieht nach Boss aus. Okay. Kurz regenerieren. So, unsere Super ist fertig. Ich glaube, wir haben den Boss gelegt. Ja, da haben wir die Truhe. Tigerlist und dunkles Fragment. Und somit wäre die Aszendenten-Herausforderung abgeschlossen. Wir schauen direkt rein. Einmal einlösen. Dankeschön. Da oben haben wir das Portal. Und raus. Und da wären wir zurück in der träumenden Stadt. So. Mit dem Jäger können wir nun einmal in die Helm. Wir wollen ins Aeternum. Wir schauen mal am Ritualtisch. Wir haben eine Herausforderung, Savatuns Säule. Wir nehmen die Beutezüge natürlich mit. Können wir hier etwas einlösen? Nein, aktuell haben wir alles. Sei gegrüßt, Hüter. Grüße dich, Eris. Ich fokussiere meinen Willen und sei gegrüßt, Hüter. Ich fokussiere meinen Willen und mache mich bereit, die Ritualstätte erneut zu betreten. Bei meiner ersten Verwandlung dachte ich, ich werde zu etwas Größerem. Stattdessen brachen meine Zweifel weg und ich war vereinfacht. Verfeinert. Obwohl ich zur Schar gehörte, war ich mehr ich selbst. Ja, wir kennen ja die Storyline. So, ich wollte nur die Quest annehmen. Hör dir Eris Geschichte an. Wir überspringen. So, wir sollen auf Arcus. Dann machen wir das doch. Muss ich hier ein kleines bisschen umswitchen. Wir nehmen... Wobei, eigentlich könnte ich das doch so lassen. Wir gehen auf die Zündschleuder. Blanks Maschinengewehr. Aber wir gehen auf den Handschlag des Lügners. Würde ich sagen, oder? Oder Assassinenkappe?
Wir nehmen die Assassinenkappe. Dann müssen wir aber mal kurz. Welches Loadout haben wir denn hier für Arcus? So. Hier sind wir doch fertig. Assassinenkappe, perfekt. Wir nehmen aber Blanks Bewegung mit rein. Schön verteilt, das passt alles. Was haben wir hier? Gewährt Klassenenergie durch Granaten. Die sind alle voll. Perfekt. Wir starten in Savatuns Säule rein. Ah, wir sind etwas früher schon eingestiegen. Erklimme die Säule. Erfordert leere Einstimmung. Weasley. Wollen wir doch mal schauen, ob hier die Truhe schon offen ist. Hier war noch niemand. Ja, es heißt hier ja eigentlich nur überleben. Dem können wir keinen Schaden zufügen. Jetzt kriegt er mich doch noch down. Und da ist er weg. Wir können wieder nach draußen. Mal schauen, ob ich diesen Sprung. Natürlich nicht. Noch 3 Sekunden. Ja. Schieße auf die leeren Kristalle, um sie zu vernichten. So, mein Komboschlag ist ausgelaufen. Ich hänge hier am leeren Kristall. Jetzt sind wir frei. Sehr schön. Wo haben wir leere Kristalle? Da hinten. So, wir hängen wieder im Leere.
Gut, die Hexe wäre down. Wir können weiter. Savatun glaubt wirklich, so eine Idee mit dem Scharkostüm kann ihre Schwester kalt machen. Wir sind verloren. Pass bloß auf. Eris wird das überleben. Aber glaub mir, du wirst Eris nicht überleben. Ihr blufft doch alle. Ihr könnt mich nicht zerquetschen. Ich bin zu wichtig. Noch. Aber deine Bewegungsfreiheit ist ein Privileg. Und durch? Wir haben eine Box in deiner Größe. Einmal umdrehen. Wir gehen hier runter. Wir holen uns natürlich die Truhe da hinten. Sally kommt. Was ist mit ihm hier? Ja, ich würde sagen, wir gehen rein, dass sie einfach zu uns spawnen. Was meint ihr? Ja. Ja, kommt. Wir warten kurz, mal schauen, ob sie zu uns spawnen können. Ja, wir gehen rein. Auf geht's. Die gehören zu Savatuns Besten. Erledige sie. Komm, Ritter, weg mit dir. Oh mein Gott. So, Komboschlag wäre auf 3. Thank you.
du musst dich aus. Diese Verwandlungen. Du weißt, dass mir das nicht gefällt. Mir gefällt nicht, was aus dir geworden ist. Sehr schön. Savathuns Säule ein weiteres Mal abgeschlossen. Wir holen uns die Beute. Doch ich frage mich, wenn ich eingeschlossen würde und weiterhin zur Schar gehörte, würdest du dich dann auch um mich sorgen? Einmal die Beutezüge einsammeln. Und wir gehen zurück in die Helm, nachdem wir die Wertschätzungen verteilt haben. Der sieht cool aus. Auch mit der Assassinenkappe unterwegs. Zurück in den Orbit. Zurück im Athenum. Wir gehen einmal zum Ritualtisch. Und verdeckte Karten haben wir keine erhalten. Mich würde wirklich interessieren, kann ich die schon erhalten oder bekomme ich die erst später? Naja. Der Ritualtisch. Auf dem aufgeräumten Tisch neben deiner Beute liegt eine Notiz von Aris. Ja, die kennen wir ja eigentlich. Wir gehen mal weiter. Eleaten Grundsatz haben wir gekriegt. So. Wir haben das bereits abgeschlossen. 46 Engramme haben wir. Ich freue mich drauf, wenn wir uns eine Rüstung fokussieren. Sehr cool. Das machen wir aber als allererstes mit dem Warlock. Ja, in der nächsten Folge gehen wir her und werden im Warlock unser Solarbild bauen, damit wir vorbereitet sind, denn morgen ist ja Dienstag, das heißt am Abend gibt es den Weekly Reset und wir können auf die neue Quest des Klingenpfads zugreifen. Da freue ich mich schon wieder mega drauf, neuer Content ist immer sehr gut. Wir holen uns hier mal alles ab. Dann bauen wir uns das Solarbild, verfeinern etwas das leere Bild und eventuell schaffe ich es demnächst auch, den Strangfokus noch beim Warlock reinzukriegen. Da würde ich mich auch riesig drauf freuen. Diese kleinen Viecher, wo da immer rauskommen. Süß. Lasst uns mal noch in die Season 22 reinschauen. Wir können hier den Rang 23 Everversum Engramm und 12.000 Glimmer noch abholen. Haben wir davor noch was? Das schaut nicht so aus. Wir gehen in den Store. Und wir haben den Geheimfavorit gekriegt. Interessant. Cooles Design. Okay, ihr Lieben. Ich möchte euch ja gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Eine etwas kürzere. Ich freue mich auf den Weekly Reset morgen. Es gibt nochmal eine Folge, wo wir eben, wie angedeutet, den Warlock vorbereiten. Und dann gehen wir wieder rein in den neuen Content. Ich bedanke mich, dass ihr in dieser Folge mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.